Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brothers in Arms. Wir haben in der letzten Folge das Bauernhaus eingenommen. Und wenn ich mich nicht täusche, müssen wir das sogar jetzt verteidigen. Finden und retten Sie, komm's. Okay, wir sollen jetzt erstmal jemanden finden, ne? Wir haben auch nur unser Feuerteam diesmal dabei. Wobei wir hier eigentlich schon alles gesäubert haben. Schicken wir die mal vorsichtshalber hier hin. In die Richtung! Ich denke trotzdem, ja, schaut hin. Ah nein, halt, das hat jetzt so ausgeschaut wie ein Deutscher hier oben, aber das ist nur eine Straßensperre. So, weiter. Werden auch mal die Waffe wechseln. Mal im Nahkampf mit dem Karabiner. Ist natürlich nicht so gut. Ja, dann können wir uns sammeln. Ist aber alles ein bisschen zu ruhig hier, finde ich. Nicht, dass wir jetzt hier wie in ein Wespennest reinlaufen. Ah ja, da haben wir es schon. So, ihr hier. Wo sind die überhaupt jetzt da? Ah, hier sind auch welche. Und warte mal, ihr gebt jetzt erstmal Feuer hier oben auf das MG. Was? Wir haben einen verloren. Das ist natürlich schon scheiße gleich am Anfang. Hallo? Ich habe schon alle verloren. Na super. Ne, das können wir dann vergessen, wenn wir alle verloren haben. Da müssen wir natürlich nochmal anfangen. Ne, jetzt müssen wir das auch nochmal anschauen. Meine Männer sind alle hier. Bakers Dutzend. Ist jetzt. Ey, warte mal, Kapitel neu starten. Kapitel beenden machen wir und gehen hier auf Fortsetzen. Dann müssten wir ja das Gerede. Nee, ich habe gedacht, wir haben das Gerede jetzt hinter uns. Meine Männer sind alle hier. Bakers Dutzend. Dann müssen wir es halt nochmal anschauen. Ein halbes Dutzend. Aber wir sind okay. Zum ersten Mal seit dem Sprung habe ich mit den Jungs zusammengesessen und geredet. Azog erzählt immer noch von seinen Schlägereien. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall anders davor gehen. Ihr habt gesehen, dass sie in der Deckung hier überhaupt keine Chance haben. Dass wir jetzt dann doch schauen, dass wir mehr auf die rechte Seite rüberkommen. Da wo ich jetzt gerade beendet habe. Dass wir vielleicht doch erstmal alle darüber gehen und dann schauen, dass wir die angreifen. Ich weiß es nicht, weil frontal habt ihr gesehen, gehen alle drei drauf. Wir wissen nicht, wie lange sie es noch durchhalten, aber eins wissen wir mit Sicherheit. Ohne uns schaffen sie es nicht. Leider brauchen wir einen Teil der Männer, um diese Stellung hier zu sichern. Baker, nimm Harzog, Obrieski. Ja, da wären wir das sichern, aber hier lieber. Holmes und seine Männer hierher. So, auf ein neues. Also wir wissen ja, jetzt erstmal passiert überhaupt nichts. Kommt ihr? Ja. Nummer 1. Ja, kommt aber nur einer. Ja, jetzt kommen die anderen. Ja. Also ich glaube, ich mache das jetzt so. Schlag mich dann lieber mehr nach rechts hier vorne. 1, 2, 3. Ich frage mich, was der jetzt da drüben an der Mauer macht. Was? Wie kann das jetzt passieren? Also wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Los, los, los! Naja, auf den einen Mann verzichte ich jetzt mal. Bin schon dabei. Zwei sind immer noch besser wie gar keiner, was wir vorhin hatten. Also hier oben die MG-Stellung, da muss man aufpassen. Jetzt werden wir erstmal hier auf Thompson gehen. Na, da sind sie schon. So, die kommen doch dann von hier, oder? Nee. Ah, hier kommen sie durch. Shit. Die müssten hier rüber. Zu der Deckung, ja, ihr geht jetzt, aber bitte rennt bei mir hinten lang. Wo sind die jetzt da? Ich gebe euch Feuerschutz.
Na, geht in Deckung hier. So. Ihr bleibt hier in Deckung. Ich versuche, dass ich das MG hier irgendwie ausschalte. Müsst mir eigentlich... Und vielleicht kann ich dann sogar das MG schön nutzen hier, um die Deutschen hier anzugreifen. Vorsichtig hier nach oben, da ist er. Ah, wir sind schon wieder orange, ey. Schaut mal das an. So Leute, ich bin da. Oh, da ist ja gar kein Deutscher mehr. Ne, da ist keiner mehr da. Na super, jetzt wo ich das MG habe. Ah, die sind im Haus. Ich glaube, das waren alle. Da müssen wir natürlich mit dem Mörserfeuer hier ein bisschen aufpassen. Ihr kommt jetzt erstmal zu mir. Ihr seht selber schon, wir sind beide auf Orange, ja. Mein Team und ich. Wie schaut es mit der Gesundheit aus? Halb voll. Na, woher auf Orange? Schaut mal das an. Der eine hat nur ganze Gesundheit, der andere drei Viertel. So, und jetzt der hier. Da muss man natürlich aufpassen, dass wir hier nicht genau in das Feuer hier reinlaufen. Hä? Ach, das ist meiner. Ja, sind wir, weil nämlich hier kein Symbol kommt mit... Wir dürfen ja nicht drauf schießen. Oh. Na, jetzt haben wir einen verloren, ey. Einen von mir? Ja. Oh, Munition ist auch alle. Was stehst denn du eigentlich hier auf offenem Feld rum? Geh mal hier hin. Da schmeißen wir jetzt einfach mal eine Granate rüber. Gehe ich trotzdem mal mit der Thompson vor. Munition alle. So, jetzt warte mal, was machen wir denn jetzt? Thompson haben wir eh keine Munition mehr. Na, wieso kann ich... Ah, müssen wir MP40 nehmen. Boah, schaut mal an, 7 Magazine. Passt. Okay, das war der hier. Dann bringen wir den dahin. Und ich versuche, dass ich hier rüberkomme. Müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben noch ihn. Und er ist halt auch schon rot. Also ich denke mal, viel Gesundheit hat er nicht mehr. Komme ich aber hier nicht durch. Oh, wir haben überhaupt keinen erwischt. Okay, einen haben wir. Jetzt haben wir sie. Stoßen Sie zu Koms. Wo ist der? Ah, der hier, glaube ich. Kommt hierher! Aber dass die eben alle hier so auf offenem Feld hier rumstehen, verstehe ich nicht. Wir müssen zurück zum Bauernhaus. Boah, bist du alleine? Der Weg führt über die Straße. Im Garten da drüben sind Deutsche. Um die Kerle sollten wir uns kümmern. Wieso über die Straße? Wir können doch einfach den Weg zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Da ist keiner. Aber warte mal, von hier sind wir ja gekommen. Dann gehe ich ans MG hin. Lass mir erstmal ins MG. Ich hoffe nur, wir kommen auch an diesen Feuerradius. Ich gehe von mir aus Feuerschutz. Machen Sie sie fertig.
So, erstmal alle unterdrückt. Belegt sie mit Sperrfeuer! Los geht's! Wir müssen weiter schießen! Der ist erledigt! Wo ist denn eigentlich unser anderer? Der ist hier unten. Den haben wir auch. Den haben wir auch, also es bleibt ja nur noch der eine. Macht sie fertig! Den müssen wir eigentlich so hinbekommen, da brauche ich KMG dazu. Der ist ja eh hier, gibt Sperrfeuer. Und ich schleiche mich hier hinten rum. So, da müssen wir noch eine Position weiter. Hier. Da haben wir ihn. So Leute, schaut hin. Der ist auch weg. Mehr von ihm sehe ich nicht. Wenn wir wieder zu kommst. Dritte Gruppe, bei mir sammeln. Kommt der? Da ist er. Ja, es ist eigentlich der gleiche Weg, wo wir gekommen sind. Also, war mein Meckern doch sehr zu viel. Gut. Verdammt, so, wo bist du jetzt? Arbeit, Sarge. Und jetzt zurück zum Bauernhaus. Eskortieren Sie, kommen zum Bauernhaus. Da sind wir ja schon in der Nähe. Wenn es gespeichert wird, werden auf jeden Fall noch Deutsche kommen. Ne, das sind meine. Und ihr seid nicht einmal in einer Abwehrstellung. Die stehen auch nur hier rum. So, wo muss ich hin? Da. Schön, dass es Ihnen gut geht, Sir. Hey, Baker. Baker, wir haben in ein Wespennest gestochen. Die Krauts wissen, dass wir unseren Kommandoposten hier errichtet haben. Irgendwie sie werden kommen. Die Luft heute komisch. Lasst sie nicht durch. Bewegung. Ah, jetzt kommt der Gegenangriff. Wir haben unser Angriffsteam wieder. Ist natürlich die Frage, der Gegner müsste von hier kommen. So, stellen wir ihn hier hin. Und euch stellen wir hier hin. Habe ich irgendeine andere Waffe? Nee. Da wäre es natürlich schon cool, wenn wir hier einen Mörser hätten. Die sind da festgenagelt. Ja, Moment mal, ist es nur einer? Wir waren doch gerade viel mehr Leute, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Ja, schaut so aus, ob das nur noch der eine ist. Das ist aber kein richtiger Gegenangriff hier, wenn nur drei Gegner angreifen. Komm. Zeig dich. Da haben wir ihn doch. Ja. Ne, jetzt kommen mehr, schaut hin. Gibt hier nicht ein MG oder irgendwas? Ne, überhaupt nichts. Also, macht er mal Sperrfeuer hier drauf. Ich komme jetzt mal ein Stück mit nach vorne, weil von hier hinten treffe ich überhaupt nichts. Ah, da ist noch einer. Da sind die anderen. Ihr solltet eigentlich hinter der Mauer in Stellung gehen und nicht vor der Mauer. Soll ich mal schauen, ob ich den umgehen kann? Ah, ich muss natürlich aufpassen. Ich bin halt auch schon auf Orange. Erwidert das Feuer! Red! Angriff! Korean! Schweres Feuer nach da drüben! Granate, aber ich glaube, so weit kann ich gar nicht schmeißen. Probieren wir es mal. Na, ich glaube, die geht ja vor der Mauer hoch. Also, dann werden wir uns mal hier rüber schleichen. Das heißt schleichen, die sehen uns ja.
schmeißen mal von hier eine Granate. Jetzt ist, glaube ich, zu weit. Ja, lieber zu weit. So, schnell in Deckung. Schießt weiter, Leute. Oh, es kommen noch mehr. Und ich bin auf Rot. Ah, jetzt habe ich Scheiße gemacht. Ja. Ich bin jetzt hier in einer ganz, ganz schlechten Position. Okay, die haben auch... Ja, ich ziehe mich jetzt zurück. Das ist mal zu gefährlich hier vorne. Weil ich halt, wie gesagt, schon rot bin. So, jetzt erstmal zum Karabiner. Na komm, komm noch mal hoch. Ich weiß jetzt nicht, wenn der nicht markiert ist, seht ihr ja, wir haben jetzt hier drüben nur unser Angriffsteam. Ob dann unser Feuerteam nicht mitschießt, ich habe keine Ahnung. Ah doch, der schießt mit. Oh, das war ein Treffer für mich. So, soll ich zurückgehen? Ich glaube, sicher ist sicher. Jetzt dürfen sie mich halt nur nicht erwischen. Ich gehe jetzt mal ganz hier hinten in Deckung. Können wir mal schnell reinschauen. Na, ihr seht schon, ich bin schon extrem verwundet. Aber ich will mal nichts sagen, aber ich glaube, von hier werde ich überhaupt nichts treffen. Nee. Schaut schlecht aus für mich. So, jetzt ballert hier drauf, ey. Wir könnten aber trotzdem unseren Angriffstrupp da hinten hinbringen, dass die jetzt mal weiter nach vorne gehen. Ich gebe denen Feuerschutz. Da, Mann. Boah, es kommen noch mehr, schaut mal hin. So, und du gehst jetzt mal zu mir mit her. Wenn ich ihn wenigstens nur ein bisschen ruhiger halten könnt hier. Los! Nein! Du bleibst hier. Du hältst die unter Feuer und ihr die. Wir schauen, dass wir die hier bekommen. So. Genau. So, den haben wir. Also, bleibt jetzt der Trupp noch. Wir wissen auch nicht, wie viel Verstärkung das kommt. Kann jetzt dann zu Ende sein oder es geht weiter. Feuer! Los! Red! Gib mir Deckung über die Flanken! Feuerschutz! Schieß weiter! Na, wir haben natürlich jetzt von hier auch eine ganz beschissene Position. Wenn die hinter der Mauer sind, ist natürlich klar, dass wir die so überhaupt nicht treffen. Ich lade nach. Gib mir Feuerschutz. Geht über die Flanke. Scharfschützengewehr wäre jetzt gut. Sperrfeuer. Ah,
Hätten wir noch irgendwas anderes, wo wir die hinschicken könnten? Die sind ja eh schon hier. Haben wir noch eine Granate? Nee. Haben wir den erwischt? Wow, ein Wunder. Dann muss ich mich doch immer wieder seitlich hier hin machen. Aber ich hoffe, das war's jetzt dann mit dem Angriff. Komm, Leute, schießt, jetzt müsst ihr doch erwischen. Verteidigen Sie den Bauern, das Bauernhaus, wir haben es erfüllt, Gott sei Dank. Jetzt war es nämlich natürlich schon wirklich eng. Rot, gelb. Bei uns vielleicht nur ein, zwei Treffer, dann wären wir weg. So, zu wem sollen wir gehen? Also, und die anderen stehen hier hinten, ja, ganz klar. Also los, versammeln. Korean, kommt hierher, im Laufschritt. Ja, und die stehen hier drin und saufen, Alter. Die sind für Sie und Ihre Männer. Hab genau. Sie im Keller gefunden. Das ja. Ist Calvados, ein Apfelschnaps. Ruht euch aus, Jungs. Morgen geht's nach Carentan. Ja, ihr müsst allein mal helfen und nicht zum Saufen anfangen, während wir da vorne kämpfen, ey. Okay. Also Leute, das war's erstmal. Wir werden dann nach D6 kommen. Das können wir uns ja schnell nur anschauen hier. Also, laut Kapitelauswahl müssten uns jetzt noch genau 4 Missionen bleiben. Ich habe diese Stadt tagelang angestarrt. 2 in D6, dann 1 in D7 und 1 in D8. Dieser Zeit auf uns zurückgestarrt haben. Wir alle wussten. Das Gute ist ja, ich habe ja das Spiel über GOG, also GOG Galaxy, und da sieht man ja auch, wie auf Steam die Spielzeit. Und dann werden wir auch sehen, wie lange wir für das Spiel gebraucht haben. Ich denke mal, dass wir jetzt, boah, müsste ich jetzt lügen, bei 4 Stunden Spielzeit auf jeden Fall sind. Wir müssen die Stadt einnehmen. Von Süden kommt eine weitere Gruppe. Die hat es noch übler erwischt als euch. Deshalb gehe ich mit denen rein. Wie viele Krauts? Tja, keine Ahnung. Das wissen wir nicht genau. Du schaffst das, Baker. Freilich schaffen wir das. Los, Leggett! Was ist mit dem überhaupt? Der kommt damit überhaupt nicht zurecht. Der hat auch schon mal zuversichtlicher geklungen. Okay. Also, wie gesagt, wir sind ja jetzt in Kapitel 6. Ihr könnt ja nochmal schnell hier reinschauen. Also wir haben hier 2 Missionen und hier jeweils nur noch eine. Haben in jeder Mission auch die gleichen Orden hier bekommen. Ja, und Geschichte. Was ist das jetzt hier? Wenn wir hier auf Extras gehen. Achso, das ist dieser Brief. Mit dem, da müsste jetzt noch ein Foto, glaube ich, dazukommen, oder? Genau, hier haben wir das Foto. Und das war's, mehr haben wir für die Extras nicht. Okay, also, wir machen dann in der nächsten Folge in Kapitel D6 weiter, wo wir dann die Stadt hier einnehmen sollen. Ich hoffe mal, das funktioniert beim ersten Mal. Dann euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen, macht's es gut. Tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.